Grundsätzlich ist es möglich, was gegen eine Beckenbodenschwäche zu machen. Erst einmal ist das Bewusstsein für den Beckenboden ganz wichtig. Das heißt, kann ich kneifen, kann ich pressen, ich kann mit Physiotherapie da etwas erreichen, einfach den Beckenboden zu erspüren, zu fühlen und vielleicht auch die Muskulatur zu kräftigen. Das ist auf alle Fälle etwas, was wichtig sein kann und helfen kann. Man kann grundsätzlich in der Schwangerschaft schon was für den Beckenboden machen, also Beckenbodenübungen machen, zu einem spezialisierten Physiotherapeuten gehen und die Übungen erlernen. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass man nach der Entbindung eine spezielle Physiotherapie macht, denn in den ersten 6 Monaten nach Entbindung kann man noch neue Muskelfasern bilden. Und alles, was wir dort erreichen, ist natürlich für unser späteres Leben eine große Hilfe. Man kann natürlich konservativ behandeln. Gerade bei den jungen Frauen, die gerade nach Entbindung sind und Probleme mit dem Beckenboden haben, ist es ganz wichtig, dass sie dann frühzeitig zu ihrem Frauenarzt gehen, ihre Probleme schildern. Und dann kann man natürlich mit Pessaren, mit gezielter Therapie, manchmal auch hormonell, da ganz viel erreichen. Natürlich wollen die Frauen ja häufig auch noch weitere Kinder haben. Es ist wichtig, dass wir die da unterstützen und da kann man ganz viel machen.